guten Morgen. Ich möchte mit euch heute ein paar Fragen durchgehen, deren Antwort eigentlich eine Gegenfrage ist. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, genau wie mir, in diesem Video und auch über dieses Video hinaus darüber zu reflektieren und das in eurem Leben zu benutzen. Du sagst, ich habe keine Zeit. Warum nimmst du dir keine? Du sagst, meine Zeit, wo bleibt die Zeit für mich? Gibt es denn eine Minute des Tages, die nicht dir gehört? Du sagst, du ärgerst mich. Nein, du ärgerst dich. Du sagst, meine Eltern verstehen mich nicht. Verstehst du denn deine Eltern? Du sagst, könntet ihr nicht endlich einmal still sein? Geht mir so auf den Geist. Warum bringst du nicht erstmal deinen eigenen Geist zur Ruhe? Du sagst, das Leben ist so ungerecht. Bestimmst du, was gerecht ist? Warum muss es ausgerechnet mich treffen? Wen sollte es sonst treffen? So vieles ist Unzufriedenheit. So vieles ist gefühlte Ungerechtigkeit. Aber alles ist, wie es ist. Und alles ist genau so gekommen, weil es so kommen musste. Bringt nichts in der Vergangenheit, ja, irgendwelche Zusammenhänge zu kritisieren und sagen, warum ist das denn so gekommen? Warum bin ich derjenige, der leidet? Ja? Das ist so, dass du derjenige bist, der leidet. Aber weil du das möchtest, weil du dich dafür entscheidest, zu leiden. Ich habe euch schon mal einige Videos gebracht, wo das Leid differenziert betrachtet wird. Und zum einen, dass eben nicht jedes Leid wirklich Leid ist und zum anderen, dass Leid auch oft katalysierende Funktion hat, dass es etwas Positives ist. Das heißt, nur weil ihr unter einem Krebsgeschwür leidet und bald stirbt, heißt das nicht, dass ihr darüber unglücklich sein müsst. Und selbes gilt natürlich auch dafür, dass vieles überhaupt kein Leid ist, wenn es darum geht, Job zu verlieren, Liebeskummer, Geldsorgen, alles das, das ist kein reales Leid. Und dann kommt halt auch immer die Frage nach Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Es gibt kaum ein Tier im Tierreich, was wie ein anderes lebt. Der eine hat mal Glück und findet besonders tolles Essen. Beim nächsten Mal findet der andere tolles Essen. Und vielleicht derjenige, der das tolle Essen findet, der ist das tolle Essen für jemanden anderen, der da um der Ecke steht. Das heißt, vieles entzieht sich auch unserer Wahrnehmung. Ne? Wir fokussieren auf die Dinge, die in unser Weltbild passen. Wenn wir der Meinung sind, uns geht es schlecht und wir sind ungerecht behandelt von der Welt, von dem Universum, dann suchen wir die Dinge, die irgendjemand anders ja, in einem besseren Licht erscheinen lässt. Und dann fühlen wir uns natürlich ungerecht behandelt. Aber ist dies wirklich so? Einfach die Fragen nochmal hören oder durchlesen. Ich habe hier aus einem Buch. Ich verlinke euch das hier unten. Sehr, sehr zu empfehlendes Buch. Auch schon eine Rezension drüber gemacht. Und ja, lasst das einfach mal auf euch wirken. Versucht mal nicht mit eurem Denken alles zu analysieren, zu reflektieren und so weiter. Stellt euch die Fragen, hört euch die Gegenfragen dazu an, lasst sie wirken, ohne darüber nachzudenken. Und ihr werdet glücklich, zufrieden, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Aber es geht euch auf jeden Fall besser. Alles Liebe.